Um Muslime geht es auch in unserem nächsten Beitrag. Auch wenn ihnen das Muslimsein von vielen abgesprochen wird oder noch schlimmer, sie für ihren Glauben von Muslimen sogar verfolgt werden. Die Rede ist von der Gemeinschaft Ahmadiyya Muslim Jamaat. Vor rund 130 Jahren in Indien entstanden, ist die Ahmadiyya-Bewegung heute in fast allen Ländern der Erde präsent, betreibt Moscheen, Hilfs- und Bildungseinrichtungen. Liebe für alle, Hass für keinen, so bringen die Gläubigen ihr Verständnis der Botschaft des Propheten Mohammed auf den Punkt. Markus Marschalek hat in London das geistliche Zentrum der Bewegung und ihr spirituelles Oberhaupt besucht. Fitnesstraining im Imame-Seminar der Ahmadiyya Muslim Jamaat in Hazelmere, rund 70 Kilometer außerhalb von London. Wir müssen auf unseren Körper achten. Wir müssen sicher sein, dass wir stark genug sind und gesund bleiben, damit wir unser Ziel erreichen, das wir uns gesetzt haben. Wir wollen die Botschaft des Islam verbreiten und diese Botschaft ist Friede. Seit 2005 gibt es das Imame-Seminar in England, eine von 6 Ausbildungsstätten der Ahmadiyya-Muslim-Gemeinschaft weltweit. Vor rund 130 Jahren ist die Gemeinschaft in Indien entstanden. Sich selbst sieht man als muslimische Reformbewegung, auch wenn die Mehrheit der Muslime, den Ahmadis, das Muslimsein abspricht. Die Erhabenheit des Islam soll allen Menschen nähergebracht werden. Dafür werden gut ausgebildete Imame gebraucht. Wir wollen niemanden indoktrinieren, das würde keinen Sinn haben. Es gibt schon genug Mullahs auf den Straßen, die indoktriniert wurden. Hier bei uns geht es um freies Denken. Es geht darum, dass du deine Religion und deinen Glauben verstehst und wie man das alles am besten praktiziert. Nach London kam die Gemeinschaft vor rund 100 Jahren, um Europa zu missionieren. Es sollte die muslimische Antwort auf die als aggressiv empfundene Missionstätigkeit von Christen sein. Vor 15 Jahren wurde hier dann auch eine der größten Moscheen der westlichen Welt eröffnet. 10.000 Menschen finden Platz in der Beit Futuh-Moschee. Bis zum Beginn des Freitagsgebets füllt sich der große Saal. Die Predigt wird der 5. Kalif der Ahmadiyya-Muslime halten. Als Kalif gilt er als Nachfolger des messianischen Gründers und als weltweiter Leiter der Gemeinschaft. Auf 10 Millionen bis 20 Millionen Mitglieder weltweit wird die Anhängerschaft der stark wachsenden Gruppierung geschätzt. Ahmadis betreiben intensive Pressearbeit, extern und intern. Eigene Kameras dokumentieren fast jeden Schritt des Kalifen für Fernsehkanäle und Internetplattformen der Gemeinschaft. Eine der wichtigsten Botschaften der Ahmadiyya-Muslime: eine strikte Ablehnung von Gewalt und eine Neuinterpretation des islamischen Dschihad. Die Reformation, die Neuerung, die wir verkünden, der Dschihad ist eine innere Veränderung, um eine lebendige Verbindung mit deinem Schöpfer herzustellen. Der Dschihad ist eine großartige Lehre des Islam. Ihr Zweck ist, dass man danach strebt, ein besserer Mensch zu werden, ein besserer Muslim und ein besserer Diener der Menschlichkeit. Das ist es, was Dschihad bedeutet. Im großen Saal beten die Männer. Die Frauen haben sich in der Mehrzweckhalle im Keller versammelt. Sie wollen dabei aber nicht gefilmt werden. Es geht darum zu verstehen, was Beten bedeutet. Wenn man es verstanden hat, dann engagiert man sich humanitär. Das ist der Grund, warum wir humanitäre Arbeit leisten, weltweit. Mit der vor 25 Jahren eigens gegründeten Organisation Humanity First engagieren sich die Ahmadis in zahlreichen Hilfsprojekten. Im Südosten von Pakistan zum Beispiel hatten viele Menschen keinen Zugang zu sauberem Wasser. Die Folge: viele Kinder starben. Weltweit wurde gesammelt, um ein Brunnenbauprojekt zu finanzieren. Jetzt gibt es frisches Wasser und Filter gegen Verunreinigungen. Es ist ein wichtiger Teil unserer Beziehung zu Gott, wie wir mit unseren Mitmenschen umgehen. Wir können überall um uns herum sehen, dass es immer Menschen in Not gibt. Und es gibt immer Menschen, denen wir helfen können, damit sie ein besseres Leben führen können. Die intensive Missionstätigkeit der Ahmadis, die sozialen Hilfsprojekte und der Neubau von Moscheen.
Das alles benötigt viel Geld. Beträge, die durch Pflichtabgaben der Mitglieder und freiwillige Spenden aufgebracht werden. Bis zu einem Drittel des Nettoeinkommens geben manche Ahmadiyya-Muslime. Schon früh werden die Kinder in die Gemeinschaft eingeführt. In einem speziellen Programm können Eltern ihren Nachwuchs für einen Dienst in der Ahmadiyya-Gemeinschaft weihen und speziell ausbilden lassen. Die Kinder werden selbst gefragt, wenn sie reif genug sind, ob sie bleiben wollen. Und wenn ja, dann können sie in verschiedenen Positionen innerhalb unserer Gemeinschaft dienen. Das kann als Arzt sein oder als Lehrer, als Dolmetscher, Journalist oder auch als Imam. Viele haben sich bereits ganz in den Dienst der Gemeinschaft gestellt und sind bereit, überall hingeschickt zu werden, um zu missionieren. Das ist dann auch unser Ziel, dass man dann versucht, mit Liebe, Argumentation und Zuneigung die anderen zum Islam zu bringen. Und dafür braucht man dann auch die Argumente. Zum Beispiel, wenn man mit den Christen oder mit Buddhisten oder mit Juden sprechen möchte, dann anhand von den Büchern von ihnen kann man dann versuchen zu beweisen, dass in ihren Büchern steht, dass Prophet Mohammed erscheinen wird. Jesus, Konfuzius oder auch Buddha sind in den Augen von Ahmadis Propheten. Sie glauben an ihre Lehren, deren ursprüngliche Reinheit, wie es heißt, der Islam wiederherstellt. Aber das ist unsere grundsätzliche Überzeugung. Nach unserem Koranverständnis gibt es kein Monopol auf Heil. Geschäftiges Treiben in und rund um die Beit Futuh-Moschee in London. Das 14. Friedenssymposium der Ahmadis findet hier gerade statt. Mehr als 1000 Gäste aus aller Welt sind angereist, unter ihnen auch Vertreter anderer Religionen. Einmal mehr sprechen sich die Ahmadis für Dialog und gegen Gewalt und Terror aus. Ich möchte kategorisch klarstellen, dass wir jeglichen Terrorismus verurteilen und den Opfern von Herzen unser Mitgefühl versichern. Die älteste Moschee Londons und der Amtssitz des Kalifen. Täglich warten hier Ahmadis, um den Kalifen zumindest kurz zu sehen. Zwischen Frauen und Männern wird eine trennende Wand geschoben. So offen man etwa mit Frauen anderer Religionen beim Friedenssymposium umgeht, so befremdlich wirkt für Außenstehende die strikte Trennung zwischen Männern und Frauen unter den Ahmadiyya-Muslimen selbst. Ja, Frauen sind in einem Bereich und Männer in einem anderen. Aber wir nehmen an denselben Veranstaltungen teil, partizipieren an denselben Dingen, hören gemeinsam zu. Getrennt zu sitzen bedeutet nicht, dass wir nicht eine spirituelle Gemeinschaft wären. Definitiv, wir gehören zusammen. Im Imame-Seminar hat man die Studien für heute beendet und nützt das letzte Tageslicht für Sport. Schon bald wollen diese jungen Männer ihre Überzeugung und ihren Glauben in die Welt tragen und möglichst vielen Menschen von ihrer eigenen Ergriffenheit von Gott erzählen. Berichtet Markus Marschalek aus London.